Und da sind wir auch schon wieder. So, wir stehen hier vor dem, ja, Thronsaal, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir werden mit einem sehr eleganten Fahrstuhl hier hochgefahren. Und wir gehen sozusagen wieder hier zum King. Also nicht zu Elvis, ja. Aber zum King halt. Den King of Wüstenstadt. Wieder einmal müsst ihr euch in der Arena beweisen. Kein Ding. Besiegt eure Ängste und besiegt eure Gegner. Dann sehen wir, ob ihr von Nutzen für uns seid. Die Ehre der Arena ist alles, was zählt. Verzeihung, Mr. Sandkönig. Ja, ich hätte da eine Beschwerde. Wir haben hart trainiert. Meine Füße bringen mich um und ich habe mir den Nagel abgebrochen. Also vielleicht setze ich einfach mal aus. Los damit. Die Arena wartet. Yeah, neuer Waffenaufsatz. Geil. Der Wellenerschütter. Oh, das Ding ist voll heftig. Warum kann ich nicht laufen? Also. So, wir haben ja jetzt die Waffe hier. Yeah, ab geht er. Dann hier die Luftpumpen-Schrotflinte. Und jetzt haben wir einen neuen Aufsatz. Und da geht das Ding so mit ab. Wumm. Gibt halt so eine riesige Druckwelle. Mega cool. Und also es gibt insgesamt 4 Waffen. Und jede hat dazu halt noch 2 Aufsätze. Und jetzt werde ich mal wieder so gnadenlos untergehen wahrscheinlich in der Arena, wie es schon im zweiten Part sehr danach aussah. Okay, mein Reittier ist noch hier. Und ich kann... Ah, okay. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich habe nichts gesagt. Also auf zur Arena! Ich hab's nicht mehr alle, ich weiß. Okay, hier ist die Arena. Wir gehen die... mega krasse Treppe hinauf. Rechts oder links? Rechts. Und es war natürlich der falsche Weg, aber das ist egal, weil hier ist nochmal Schuss. Oder geht die Tür erst auf, wenn ich vom Reittier absteige? Das kann natürlich auch sein. Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Swoop. Okay, dann gehen wir halt doch links. Moment, ich glaube, man darf hier nicht einfach runterspringen. Uah. Ah, genau. Ich wollte es eigentlich machen, aber naja. Ach, genau. Ach, ja, okay. Dunkles Echo. Ich brauche keine Waffen, ey. Ich bin der King of Splatterhouse, ja. Okay. Ich will euch ja auch was bieten. Okay, jetzt. Boah, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Kommt mal alle auf einen Punkt, Freunde. Und ihr habt gesehen, ey, das Ding geht übelst ab. Dort. 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 Und noch hier. Bam, bam. Och, es macht Laune. Es macht so. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war dumm, das war dumm. Oh. Aber wir können die Waffe auch mal ausprobieren. Oh, man kann nicht gedrückt halten. Wie ärgerlich. Der hat den Typ gerade selber erschlagen, glaube ich. Sah zumindest so aus. Ja. Kommt, Freunde, versammelt euch. Zack. Und. Oh, nur noch 2. Boah, nur Feiglinge kämpfen mit Waffen. Boah, schön in Slow Motion. Geil. Okay, das war schon wieder der Arena-Kampf. War eigentlich sehr gechillt. Wie ich finde. Freut mich auch. Oh, das Spiel macht so Spaß. Ey Leute, ob ihr es glaubt oder nicht. Ey, es lohnt sich wirklich, sich das heute noch zu kaufen. Weil so Spiele gibt es irgendwie nicht mehr, finde ich. Boah, oh Gott. Ich dachte, ich spring voll daneben. Ich glaub's nicht, dass ihr noch lebt. Ja, so eine Überraschung. Davis und ich sind sehr beeindruckt. Hey, Wischmopp, wer hat dich zum König ernannt? Er war's. Naja, fast. Ich bin mehr so ein Halbkönig. Tja, ihr müsstet mal unsere Schlafgemächer sehen und erst erhaben.
An Schlaf ist überhaupt nicht mehr zu denken. König zu sein hat was, stimmt's? Und wo ist die Krone, du fetter Angeber? Du willst eine Krone? Ich geb dir eine. Pass auf, sonst komm ich von meiner Sitzstange runter. Ich wickel dich gleich auf deine Sitzstange. Federboa! Das war's. Jetzt geht's rum. Und los geht's, die wilde Fahrt. Wenn ich einen Kampf will, gebe ich den Befehl dazu. Oh. Du warst wirklich gut, Jack. Du machst mich stolz, dass unser Trainingsprogramm so gut ist. Eine neue Waffenmodifikation und dein zweites Kampfamulett. Noch ein Sieg in der Arena und du bist ein echter Ödländer. Ey, man kriegt hier wirklich die Waffen hinterhergeschmissen. Boah, ja, man, den zweiten Aufsatz von der, das Ding ist... Ah, ne, das ist die noch gar nicht. Egal, pass auf. Der nächste Schuss, pass auf, Leute. Also, das war ja der Standardschuss. Und der neue Schuss ist der hier. Der prallt halt nochmal wo ab. Und das ist gerade in engen Gebäuden oder so, ist das mega geil. Weil dann haut das alles hin und her. Und haut die Leute einfach um. So, wie sich das gehört. Nicht wahr? Genau. Zack. Okay, was kommt jetzt? Aber ich bin überrascht, wie viel ich noch weiß. Naja. Uah. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Das ist angenehm. Okay, wir haben wieder eine Faust. Ja. Okay, gehen wir mal hin. Also wieder irgendwas mit Automäßig. Aber das fiel nämlich noch mit. Da war aber eben noch eins. Nee, hier wird nichts verschont. Noch jetzt hängt das... Wie ich hier verarscht wurde, habt ihr es gesehen? Unfair. Unhöflich. Whoop. Okay, was kommt jetzt? Und vor allem, es soll mal wieder Tag werden, ey. Diese Nacht geht mir langsam, aber sicher... ein bisschen auf den Nerv, ne? Demos hat einen Job für uns, aber ich bin kein Babysitter. Also bleibt mir von der Pelle. Du machst Jack keine Angst! Stimmt doch, Jack. Wenn ihr wüsstet, was da draußen abgeht, dann hättet ihr Angst. Was ist hier los? Nichts, mein Lord. Habe Jack und dem Winzling hier nur einen guten Rat gegeben. Man sagt mir, du sollst sehr ungestüm sein. Hat dir dein Vater nie beigebracht, deine Schlachten mit Bedacht auszuwählen? Ich kenne meinen Vater nicht. Ich will sagen, dass man dem Feind offen gegenübertritt und manchmal einfach wartet, bis er eine Schwäche zeigt. Geduld ist die beste Waffe eines Kriegers. Verstehst du das? Jack, geh mit Cleaver in die Wüste und treib dort eine Herde Eidechsen in den bereitstehenden Transporter. Oh ja. Wir müssen uns auf alles vorbereiten. Und ich brauche jede Ressource, die wir bekommen können. Kein Problem. Mit Tieren kenne ich mich aus. Wir sehen uns draußen, Kumpel. Oh ja, Mann, die Mission ist sau lustig. Aber die ist schwer. Also nee, sie ist an sich nicht. An sich ist es einfach, aber es ist halt schwer. Macht diese Aussage Sinn? Nein, brauch sie auch nicht. Weil sie ist von mir. Ja, wir schieben hier ein Rad vor uns lang. Sehr schön. Oh, es verschwindet einfach. Aber warum ist es denn als Nacht? Das geht mir ein bisschen echt auf den Sack. Ja, fahrt alle in euren Tod, ey. Doin. Okay, wir haben ordentlich Boost. Man kann leider nur 3 sammeln. Ich meine, ist ja eigentlich mehr als genug. Oh. Hoppla. Ups. Wir nehmen alles mit. Boah, so ein Auto hätte ich auch gerne. Ist voll cool. Ah, genau, hier sind wir schon. Ah, hier muss man erstmal den Eingang finden. Ah. Okay, wir müssen nur 3 Stück. Ich dachte, das wären mehr. Und ich fahre voll in die falsche Richtung. Ne, hier ist eins. Jetzt passt auf, jetzt geht's ab. Ey, er ist einfach im Gebäude, habt ihr es gesehen? Einfach durchgelaufen. Mache ich auch immer. So, wir müssen jetzt ranfahren. Und wir haben sie einfach überfahren. Hä? Wie ging das nochmal? Ah, jetzt. Oh, und diese Lenkung, das meine ich nämlich mit schwer. Und man darf hier über diese komischen Kakteen oder was auch immer... Ja, man sieht, die halten nicht wirklich was aus, die Viecher.
Ja, mein Gott, Dex. Okay, pass auf. Jetzt wenden wir hier einmal. Okay, das hat ja ganz viel geklappt eigentlich. Die Karre hört sich voll übel an. Gut gemacht, Dexter. Und weiter geht's. Oh, habt ihr gesehen, wie knapp das war, Freunde? Ja, es sind Kakteen auf jeden Fall. Und die darf man halt nicht berühren. Und man rennt auch gerne mal hier einfach gegen das Tor und dann heißt es natürlich auch Game Over. Kinderspiel, Baby. Boah, ich liebe dieses Spiel. Ich merke wieder, wie genial es ist. Oh, ups. Ich gucke gerade nur so auf die Karte, achte gar nicht, wo ich lang fahre. Boah, die Lenkung ist echt krass. Da ist eine. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich muss den Pech finden. Scheiße, was sagt denn die Zeit, Leute? Was sagt die Zeit? Schnell, schreibt es mir. Okay. So ist richtig. Oh ja. Well done. Ich muss zugeben, du hast Talent, Kleiner. Nimm dir noch ein Fahrzeug. Hast's verdient. Du sagst es. Wäre eine Fußmassage zu viel verlangt? Nein, dachte ich mir schon. Dexter, ey, dieser. Naja. Genau, und das ist schon mein Lieblingsfahrzeug. Das Ding ist mega cool mit dieser fetten Turbine und zieht euch die Waffe rein. Dort! Und die Explosion, die sieht richtig geil aus. Genau, jetzt haben wir nämlich schon mehrere Missionen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal aufnehme, sonst würde ich sagen, ihr dürft entscheiden, soll ich zu diesem roten Symbol, das geht in den Tempel, der mega geil ist, oder ich mache diese nächste Königsmission, wo ich gar nicht weiß, welche das ist. Ich weiß halt nicht, wann ich aufnehme, das ist der Witz. Ne, ich speichere jetzt erstmal, Freunde. Mal wieder. Ach, bis ihr das entscheidet, ey, habe ich das Spiel schon durch. Jetzt ungelogen, ey. Mal gucken, was jetzt die Prozentzahl sagt. 18. Nach einer Stunde Spielzeit. Da kommt was auf uns zu, würde ich sagen. Leute, wir haben gespeichert. Ich verabschiede mich erstmal. Ah, jetzt sieht man die Augen nicht, jetzt hat er seine Maske auf. Coole Sache. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und ich hoffe, bis jetzt hattet ihr schon mal Spaß. Also ich habe das bis jetzt alles am Stück aufgenommen. Und ich hoffe, die nächsten Parts werden genauso cool, lustig, wie auch immer. Und schreibt weiter Comments und abonniert mich und yeah, habt ganz viel Spaß mit meinen Videos. Also, Freunde, bis dann. Tschüssen.